Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem nächsten Haul. Und zwar ist dieser von De Facto. Und es war eben so, in Besiktas gab es in der Nähe keinen De Facto, weshalb ich nachher nach Taksim gegangen bin und unbedingt noch den De Facto besuchen wollte. Und dort war es ein bisschen stressig leider, aber ich habe drei Produkte gefunden und diese möchte ich euch gerne mal zeigen, weil diese haben auch sehr gute Qualität und sehr schöne Produkte. Aber ich hatte langsam ein bisschen zu viele Produkte und aus diesem Grund habe ich nachher nicht mehr so viel gekauft. Genau. Als erstes habe ich mir mal diese Bluse geholt oder diese Jacke. Das ist jetzt schon so wieder etwas, was ich jetzt gerade anhabe, einfach in Schwarz-Weiß. Aber die kann man auch wirklich schön als Bluse anziehen. Und ich habe mir gedacht, die ist sehr schön für die Arbeit. Sieht sehr teuer aus, sieht sehr klassisch aus. Und genau, das Schwarz-Weiße hat mir sehr gefallen. Die Größe ist small. Dann habe ich mir noch diese Bluse geholt in diesem wunderschönen Violett, Leute. Und das ist wirklich so Stoff, das ist nicht so wie dieses Plastige bei den Blusen. Das ist wirklich so Baumwolle und so etwas habe ich mir immer gesucht. Das gibt es ja so in Hellblau und in Weiß, wo man anziehen kann für die Arbeit. Aber in der Türkei gibt es auch verschiedene Farben und das ist so eine. Und diese musste ich aus diesem Grund mitnehmen, weil mir die Farbe sehr gefällt und unter Blazern sieht das sicher sehr schön aus. Und die Größe ist auch wieder small. Wirklich einfach nur ganz klassisch. Sorry, ist nicht gebügelt. Habe es nur gewaschen momentan. Und ja, die Ärmel sind auch sehr klassisch, normal halt. Und genau. Hauptsächlich wegen der Farbe gekauft. Und dann, das letzte Mal, habe ich mir nochmal ein Unterwäscheset gekauft. Und zwar sieht dieses so aus. Das sind fünf Stück. Sind verschiedene Muster oder Farben. Und ich wollte einfach mal von verschiedenen Läden diese Unterwäsche austesten, weil ich habe vor, im Frühling wieder zu gehen und dann einfach meine Klamotten ab jetzt immer in der Türkei zu kaufen, weil ich hier in der Schweiz einfach nichts finde, was mir gefällt, weil es ist auch jedes Jahr das Gleiche und ja, die Unterwäsche wird auch nicht mehr reduziert und aus diesem Grund gehe ich in die Türkei. Und zwar sehen diese Unterwäsche so aus. Dann so eher halt winterlich, weil ich ja im Winter dort war oder immer noch Winter ist. Dieses Muster finde ich sehr schön. Schaut so mit Blumen und Blättern. Dann dieses hier. Einfach klassisch weiß. Und dann noch klassisch schwarz. Und diese sind, die Größe ist, besser gesagt, Medium. Eben, ich will mal testen, welche Unterwäsche von welchem Laden die beste ist. Und ab dann, wenn ich weiß, welche die beste ist, gehe ich sie nur noch dort einkaufen. Und viel. Genau. Ja. Das war schon mein De Facto Haul. Eben wie gesagt, leider gab es in der Nähe von Besiktas kein De Facto. Und aus diesem Grund habe ich einfach ein paar Sachen von Taksim genommen. Und ich hoffe, es gab etwas, was euch gefallen hat und ihr das vielleicht nachkaufen geht. Und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Video mit euch und sage bis jetzt mal Tschüss. Tschüss!